Willkommen zurück auf unserer Welttournee durch die Welt von Sonic und. Ja. Du hast ein bisschen mit Farbe gespielt. Ein bisschen. Zwischenzeitlich hat sich das Kätzchen halt ein bisschen bei Splatoon betätigt. Da habe ich wohl keine Wahl. Merkwürdig, ich habe das Spiel nicht mal. Ich habe eine Aufgabe für dich. Also den zweiten Teil. Kehre in die Stadt zurück und rette die Zivilisten. Aber du hast den ersten. Den kannst du immer noch spielen. Ist richtig. Ich habe meine Wii U aber nicht angeschlossen. David. Das kann ich ja nicht riechen. David hat einen Scouter. Yep. Wo ist das Power Level, David? 1006. Wow! Jedenfalls haben wir dieses Mal einen Hammer ausgerüstet. Der Hammer kann Gegner in Würfel verwandeln und wenn wir diese Würfel berühren, werden daraus Ringe. Oder wenn wir irgendwie anders noch so eine Schockwelle da hinzufügen. Das ist keine Co. Ich mag den Effekt. Yep. Ist leider aufgrund des Geschwindigkeitsausrichtung ein bisschen unpraktisch. So cool es auch aussieht. Autsch. Warum? Ah. Autsch. Wie man hier sieht, mit dem Flammenwerfer ist man an der Stelle ein bisschen besser beraten. Whee. Immer noch so Ratchet & Clank. Feuer. Jetzt sehen sie zu, wie ich versage. Ich wollte den aber haben. Also nochmal. Hopp, hopp, hopp. Verdammt! 3D! Ist da noch einer? Nein. Respawn die? Nein. Och, Menno. Und dann, ja. Okay. Dann versuchen wir es halt so. Die Kompetenz der anderen F-Level ist plötzlich weg. Genau. Das kommt dabei raus, wenn man zu lange Sonic Forces spielt. Aber wo kommt der? Verdammt! Ah. Natürlich haben wir hier keinen Blitz, keine Blitzwaffe, also können wir das auch nicht machen und Das ist ein bisschen dann doof gemacht, dass du nur zwei Waffen haben kannst, aber alle so verschiedene Fähigkeiten haben. Du sollst den Level auch mehrfach durchspielen. Da und kommt die Spielzeit Pfade. Her. Dann kommen verschiedene Pfade dabei rum. Und eigentlich ist es sinnlos. Weil die meisten alternativen Pfade führen dich nur zu mehr regulären Ringen. Der Kameraschwenken gerade hat mich total verwirrt. Was? Mir für eine Sekunde über. Ups. Das ist übrigens die Wisp-Fähigkeit des Hammers. Er kann solche kleinen Würfeltürme bauen. Ich habe nicht eine Stelle gefunden, wo es praktisch ist. Es gibt bestimmt einige, die du niemals gefunden hättest. Weil es einfach so obskur ist. Mhm. Also vielleicht um diesen roten Ring da zu kriegen, aber. Das sollte nicht so laufen. Richtig. Aber. Es wäre cooler gewesen, wenn du das irgendwie rewinden könntest, um dann dahin zu kommen. Jetzt geht's erstmal richtig schön tief, weil ich vergesse, rechtzeitig abzuspringen. Ja. Kennst du noch diese alte Trickserie Sonic Underground? Ja, das wirst du wahrscheinlich noch nie von ihr gehört haben. See what I did there! I don't get it. Sie ist einfach zu underground. Ja, ich weiß, Mann. Es ist immer witziger, wenn man den Witz erklärt. Das weißt du doch. Natürlich, ja, klar. Naja, wir haben den Level jedenfalls dann auf einer sehr, sehr positiven Note abgeschlossen. Breakdance! Also entweder hast du Malerklamotten an oder keine mehr. Ich bin mir nicht so sicher. Ich auch. Oh, hey, Knieschoner. Die nicht sehr glücklich aussehen. Was machst du damit? Der Hut.
Der Hut ist jedenfalls aus Puyo Puyo Tetris entnommen. Aus Puyo Puyo. Huh. Ohne den Tetris-Teil. Oh Gott. Stop. Nein! Mehr Zeug! Mehr Zeug! Mehr Klamotten, in denen ich dich verunstalten kann. Ich sehe gerade, ich trage Crocs. Gern geschehen. Du hast zu viel Spaß mit dem Charakter-Editor. Ich störe mich. Der Witz ist, ich habe den Spaß noch persönlich. Es gibt auch einen Zufallsbutton. Oh boy. Oh hey, SOS, lass es nicht ignorieren. Ich kann's nicht glauben. Jo. Sonic lebt. Wenn für mich nie wieder ein Wunsch wahr wird, war es das wert. Aber Sonic wird noch häufiger in Gefahr geraten. Was immer sein Plan ist. Ja, aber Sonic lebt. So, erinnerst du dich daran, wie ich darüber gesprochen habe, dass wir hier die Casino oh, hey. Haben? So, jetzt stellen wir erstmal kollektiv fest, wie die Casino-Zone in schlecht geht. Zum Beispiel mit diesem wirklich schwachen Flipperarm. Ja. Ja, komm, wir kommen da rein. Ich kann aufhören, wann immer ich will. Hier kommt die Spielzeit. Ja. Glücksspiel. Naja, wir machen aber mehr besser. Ja, also geht doch. So funktioniert. Und dann die von der Tarantel gestochen. So funktioniert Physik nicht. Doch. Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel in diesem Fall. Ja. Lass uns sagen, dass das der Fall war. Also hier habe ich echt das Gefühl, Sonic Team wollte ein Casino-Level im Stile der alten Spiele machen und hat vergessen, dass die auf völlig anderer Physik funktionierten. Und naja, sie haben halt das Spiel, die Casino-Stage, nicht darum angepasst. Aber dann wiederum können einige Leute die Casino-Stages ja ohnehin nicht leiden, wegen der ganzen schwer kontrollierbaren Hüpferei. Ich kann mir vorstellen, dass Speedrunner hier mit ihrem Spaß haben werden. Aber Speedrunner werden mit diesem Spiel wahrscheinlich ihre helle Freude haben. Mit jedem Sonic-Spiel. Oh. Verdammt. Komm da noch rein. Ich will meine Ringe verpressen. Musst du dafür zahlen, dass ich hab das nicht wirklich gemeint. Wait. Verdammt. Dann stirbst du am besten gleich. Ach nee, warte. Es gibt keinen. Das ist noch nicht das Aus. Ach ja, hier, zack, What? Moment. What just happened? Die Kante da funktioniert nicht richtig. So praktisch. Und, Nochmal. Okay. Geht doch. Ja, das mit Kompetenz. Er ist ausverkauft. Gut. Ich wette, das ist der beste Level, um irgendwie Punkte zu farmen. Ja. Weißt du, das ist alles Glücksspiel, da gibt es keine Kompetenz. Und verdammt nochmal, ich bin an diesem roten Ring vorbei. Wenn ich hier schon runterfalle, kann ich den noch wenigstens mitnehmen, aber nein. Machst du echt noch Sorgen darum? Ja. Ups. Bleibst du plötzlich stehen. Sonic würde nicht lange stillhalten. Moment. Wenn Sonic nicht lange stillhalten würde. Warum ist er dann... Warum soll er dann noch hier... Das ergibt keinen... Tails! Magie. Das ergibt keinen Sinn. Einfach Magie. Oh! Oh boy. War der Shadow-Kostüm eigentlich von Anfang an zur Verfügung? Auch DLC. Ah, okay. Das ist ein Vorbesteller-Bonus, der aus irgendwelchen Gründen kostenlos im eShop downloadbar ist. Das heißt, ich habe jetzt einen nutzlosen Download-Code für dasselbe Ding vorliegen. Kannst du verkaufen. Na, ja, irgendwann mal, ja klar. Weil das ist halt nur ein temporäres Angebot. Natürlich musstest du das Ding gleich aufsetzen. Ja, natürlich. Ich meine, warum auch nicht?
Warte erstmal ab, bis du den Rest des Outfits siehst. Brandon sieht aus wie ein mächtiger in Sonic. Verstehst du, Brandon? Ja, wir haben jetzt mal bin diese... Bin ich ein Monkey? Ja. Ich bin ein Monkey aus Super Monkey Ball. Ein Monkey mit einer... Ein Affe aus Super Monkey Ball mit einer Asteroidenwaffe. Ah, es ist eine Waffe. Ja. Ist im Prinzip eine Zielschusskanone. Und das hier ist ein richtig mieser Abschnitt im Spiel. Siehe da. Oh, der rote Ring. Was passiert hier gerade? Batnik Bumper Cars ist eine miese Sache. Ja, wie man hier sieht, das Ding visiert automatisch einen Haufen Gegner an und kann die dann auf Knopfdruck zerblastern. Also quasi Eggman oder Tails aus Adventure 2? Jo. Außerdem kann man mit der Asteroiden-Power dann sich kurzzeitig unverwundbar machen und alle möglichen Sachen anziehen. Yay, mehr Rutschpartien! Wii! Jetzt habe ich Bock auf eine Schwimmrutsche, toll. Gern geschehen. Oh, verdammt! Ups. Machen wir das nochmal. Nehmen wir nochmal den mittleren Part. Oh ne, das ist aber ohne Ringe. Ja, natürlich extra herausfordern, ne? Oh verdammt, oh verdammt, das ist der Ring. Nein! Ah, ist, noch gerettet. Okay, das kriegen wir hin. Noch ein Versuch. Das schaffen wir, diesmal nehmen wir den rechten Pfad. Das war alles Absicht, ich wollte nur alle drei Pfade zeigen. Was du nicht siehst, ist, wie ich den Analogstick so richtig nach unten reiße, um versuche abzubremsen, damit ich auch ja nicht gegen die ganzen Bumper-Dinger da krache. Es hilft auch absolut nicht, dass die unendlich respawnen. Ja. Also ich glaube, es wäre wesentlich, das war sinnvoll, erträglicher gewesen, wenn die einfach dann... Ich wollte dir halt nur meine Homies zeigen. Wenn die einfach nach kurzer Zeit dann weg sind. Also du machst die einmal kaputt und sind sie weg. Ich glaube, das wäre besser gewesen. Ja, so ist das echt einfach nur nervig. Aber es ist ein schöner Abschnitt, ne? Oh, weia, das war der Aufwand definitiv nicht wert. Nicht so wirklich. Oh, hey, eine Kamera. Jetzt können wir Screenshots machen. Nicht, dass wir das schon vorher machen, nicht, dass wir das nicht schon vorher hätten machen können, aber naja, was soll's. Ich bin gerade relativ froh, dass du keinen S-Rang hier drin hattest. Wieso? Es wären noch mehr Gegenstände dazugekommen. Stimmt. Okay, das ist das perfekte Outfit für diese Zwischensequenz. Aber hallo. Hey. Kennen wir uns? Hey. Ich war so besorgt. Ich dachte, du wärst... Du sorgst nicht zu viel. Schau, mir geht es spitzenmäßig. Und dich habe ich seit Generationen nicht gesehen. Alles klar? Verstehst du? Dir geht es gut. Funktioniert im Englischen besser. Eggman hat einen Plan, uns in 3 Tagen zu vernichten. 3 Tage, hä? In der Zeit kann viel passieren. Stimmt, du könntest in der Zeit das Spiel wahrscheinlich 20 Mal durchspielen. Ja. Ja, hey, du hast eine geheime Mission freigeschaltet. Du würdest dich hinterher hassen, aber ja, das ginge. Dr. Eggman sagte, sein Plan würde uns alle komplett auslöschen. Das sagt er häufiger. Nicht gut. Normalerweise würde ich darüber lachen, aber er beherrscht schon fast die ganze Welt. Was hey, wir haben vorhin ca. 10-15% wieder zurückerobert. War es nicht 12? Keine Ahnung, ich hab mich auch gepasst. Wir haben nur Gebiet wieder gut gemacht. Shadow, letztes Mal hat er für Dr. Eggman gekämpft. Warum? Das ergibt keinen Sinn. Warum würde Warum wieder? Vielleicht wird er von dieser sonderbaren... Ja, die Sache ist, diese eine Zeile, die habe ich so lange nicht verstanden, weil... ich wusste nicht, worauf sie sich bezieht. Ich habe gedacht, auf vorher?
also vor den Ereignissen des Spiels, aber es ist damit der Anfang gemeint, wo Shadow halt dann auf Seiten von Dr. Eggman und Infinite war. Ganz am Anfang? Am Anfang des Spiels. Achso, hä? War Shadow da war auch, Shadow auch mit dabei? Da war Shadow mit dabei. Achso, war das nicht nur so ein Klon? Ich? Nein. Also, die kamen doch mit denselben Effekten wie der Generation Sonic dazu. Das heißt, es ist ein Shadow aus einer anderen Generation. Aus einer anderen Dimension. Das heißt, es ist durchaus möglich, dass es der Shadow aus. Von ganz am Anfang ist. For some reason, it actually makes sense. Das ist ja, nice. Weil er das macht. Ja, das ist normal für Shadow. Das ist. Okay, da war nix. Das hätte ja was sein können, ne? Weiß man ja vorher nicht. Springen wir mal stattdessen hier hoch. Ja, das Spiel ganz war schnell. Nevermind. Ganz langsam, ganz langsam. Oh, hey, ein roter Ring. Ach, verdammt, schon wieder einen verpasst. Ja. So dieses von wegen, ich spiele das nicht auf 100% und so, ich halte mich da nicht immer dran. Also, ich versuche schon, rote Ringe mitzunehmen, wo geht. Wo geht. Wo was geht, wie. Es hat ein bisschen gedauert. Ja, ganz in der Nähe. Oh, hallo. Es hat ein bisschen gedauert, aber dieser Level wurde recycelt, ne? Yep. Oh. Den hast du vorhin schon in der Avatar-Version gesehen. Na. No. Well. Yay. You stomped. You stomped good. Dafür gibt's erstmal eine rosa Brille. Noch so ein hippie Shirt. Ja. Hier haben wir das passende Shirt dazu. Kein S-Rang. Nicht noch mehr Klamotten. Hey Shadow, was soll das Ganze? Ah, there we go. This makes more sense. Noch ein Shadow? Hast ja tatsächlich aufgepasst, Mann. Der war nicht echt. Nicht echt? Wie? Infinite kann Kopien in virtueller Realität projizieren. Sie haben Masse und. Aber wenn er Kopien in virtueller Realität projizieren kann, was bringt einem das dann in der echten Realität? Schau mal, Superman. Es lief wahrscheinlich so wie mit der Erschaffung von Sonic. Die Entwickler haben von virtueller Realität gehört, aber nicht verstanden, worum es ging. Ich bin gerade nur am Grinsen, weil Shadow gesagt hat, die Kopien sind genauso stark wie die Original. Das heißt, wenn man Shadow gegen das Gesicht tritt, stirbt er. Habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Shadow hat gerade versehentlich seine Schwachstelle verraten. Ups. Also entweder das oder die Kopie hatte keine Ringe und ohne Ringe kann sie nicht überleben. Ah, das ergibt sogar noch mehr Sinn. Oh Mann. Sonic Forces allerseits. Ich weiß nicht, ob die Entwickler so weit gedacht haben. Ich glaub's ja nicht. Ich wage es stark zu bezweifeln. Oh Mann. Aber gut. Bis zum nächsten Mal. Bye bye.